Hallo Leute, wieder mal seit langem ein Video. Und zwar ist mir das vor allem bei meinen Personal Trainings fällt mir das immer wieder auf, aber auch bei meinen Therapiestunden und auch im Alltag. Und zwar geht es darum, dass es so als naturgegeben hingenommen wird, dass die Menschen meinen, im Alter wird man immer unbeweglicher und immer steifer und damit kommen dann auch die Krankheiten und es kommt vermehrt zu Stürzen zum Beispiel, wo dann Leute sich die Knochen brechen und so nicht mehr gut heilen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema im Alter, die Sturzprophylaxe zum Beispiel. Und wie gesagt, die meisten Leute nehmen es als naturgegeben, dass es im Alter einfach zu einer Degeneration sozusagen kommt vom Bewegungsapparat und man sich einfach nicht mehr so gut bewegen kann. Was mir immer auffällt, ist, dass die Leute vor allem einfach Spannung akkumulieren. Das heißt, sie werden zunehmend verspannter und können sich dadurch nicht mehr gut bewegen. Also der Oberkörper wird immer rigider, die Knie lassen sich immer schlechter beugen und das sind durchaus Sachen, die man vorbeugen könnte oder sogar eben auch kurieren, wenn man richtiges Training hat. Und das ist zum Beispiel auch immer wieder Thema oder Unterrichtsstoff im Systematraining, wo es eben darum geht, dass man in Bewegung bleibt, beweglich bleibt und ein ganz starkes, wichtiges Tool dabei ist die Atmung. Also man sieht meistens, dass Leute, auch schon in jungen Jahren, aber dann im Alter sieht man es einfach nur viel häufiger, dass wenn Leute eine anstrengende Tätigkeit vollführen, ja, das aufheben oder es einfach nur sich runterbücken, dass sie dann den Atem anhalten. Und das bringt natürlich Spannung im ganzen Körper, das ist natürlich auch beabsichtigt, deswegen macht der Körper das oder machen die Leute das. Das heißt, durch dieses Anhalten der Atmung steigt der intertorakale Druck an und ich kann meine Wirbelsäule besser stabilisieren. Besser wäre jedoch, ich kann meine Wirbelsäule auch stabilisieren, wenn ich weiter atme. Das ist etwas, was man im System eben sehr stark und viel trainiert, diese kontinuierliche Atmung. Und dass man einfach lernt, sich auch zu stabilisieren, während man atmet. Hat den Vorteil, dass nicht der ganze Körper bei jeglicher Art von Anstrengung sozusagen einfriert und ich nur mehr einzelne Segmente bewegen kann, sondern dass der ganze Körper durchgehend bewegt werden kann. Also ganz ein wichtiges Thema. Und eben auch im Alter ganz wichtig, dass man schaut, dass man in Bewegung bleibt, dass man sich herausfordernde Tätigkeiten sucht, die ja nicht überfordern, aber doch fordern, dass man immer wieder runtergeht auf den Boden, Rollübungen macht, Grappelübungen macht, dass man sich immer wieder mal in die Hocke runterbückt. Das sind ganz wichtige Sachen, die ich eben auch in meinem Training mache, aber eben auch in meinem therapeutischen Alltag immer wieder einbaue. Solltest du das Thema auch interessant finden? Oder selbst finden, dass du ein bisschen mehr an Bewegung vielleicht brauchen könntest. Wie gesagt, sehr viel mache ich im Systematraining. Heute Abend haben wir noch die dritte, glaube ich, oder die vierte Einheit von dem Systemeinführungsworkshop. Und wir werden dann ab nächsten Monat oder spätestens im neuen Jahr hoffentlich wieder kontinuierliches Training machen im System. Immer dienstags und donnerstags abends von 8 bis halb 10. Wenn du Interesse hast, bitte melde dich gerade bei mir und ich freue mich, wenn ich ein paar neue Gesichter sehe. Tschüss und einen schönen Tag euch.